Wir sind Weltmeisterin. Wahnsinn. Was eine Late-Night-Show ist, wissen Sie ja. Aber wie man eine macht, das wissen Sie nicht. Denn was hinter den Kulissen abgeht, das sehen Sie nur bei mir. Mein Team und ich zeigen, wie es wirklich ist. Für diese Late-Night-Show ist es nie zu spät. Moin, moin, Matrosen! Moin, Captain! Da macht es Huba, 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 Tetere, 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 da macht es Huba, Huba, Huba. Habt ihr es mitgekriegt? In Bayern haben die neue Doppelspitze. Huba und Beckstein. Ja. Huba. Ach, der Stoiber, ich werde ihn schon vermissen. Das ist echt das Ende einer Ära. Morgen, ihr Süßen. Morgen. 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 Ist schöner Tag, ne? Ist das ein schöner Tag heute? Ist doch ein schöner Tag, oder? Selbst die A4 hatte sowas Romantisches beim Sonnenaufgang. Sonnenaufgang, ja? Es ist fast 11. Ja, ich rede ja jetzt nicht von jetzt, ich rede von früher, als ich nach Hause gekommen bin heute. Ah ja. Sag mal, Peter, stimmt irgendwas mit dir nicht? Was denn, Mikey? Darf man nicht mal sehr, sehr gut drauf sein? Doch. Ah, ja? Leute, ich glaube, ich weiß, was los ist. Ja? Der Peter ist verliebt. Ne? Was will er? Ja. Wenn du in die Pubertät kommst, dann wirst du sowas auch noch mal erleben. Ja. Verliebt, verlobt, verheiratet, verliebt, verlobt, verheiratet. Sag mal, wer ist denn die Auserwählte? Ja, genau. Und spricht sie Deutsch? Und was hat sie gekostet? Ihr werdet sie ja heute noch kennenlernen. Sie wird heute hier noch vorbeikommen und dann auch heute Abend hoffentlich zu mir in die Kiste. Nee, hallo, hallo, hallo. Wir sind hier kein Swingerclub, ja, weißt du? Wir haben hier eine Show vorzubereiten, apropos Show. In Russland ist ein 7,75 Kilogramm schweres Baby geboren worden, weißt du? Direkt nach der Geburt hat es die Hebamme und die Mutter gegessen. Hier, wahrscheinlich eingeklemmt zwischen einer Kindermilchschnitte. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Für unser Geburtstagskind. Oh, oh. Kirstin, alles. Ja, das ist schön, dass wir dran gedacht haben. Guck mal, das ist für dich. Jojo, Glückwunsch. Ja, hier für dich. Post jetzt. Toll. Mensch, klasse, hör mal. Mensch, ne? 28. Mensch, 26. Mensch, Kirstin, 25. Toll. Weißt du, damit du nicht denkst, dass ich dich hier mit so einer billigen Schädelbrause abspeise, pass mal auf, hier hast du von mir 20 Euro. Wow. Ne? Halt dich fest. Und eine ganze Woche Urlaub. Wow. Wahnsinn. Ja, na klar. So, Jungs, also, Auftragsarbeit. Für die Show heute Abend hätte ich gerne was ganz, 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 ganz Lustiges von Bruce Donnell. Weil der geht jetzt so die ARD. Nee. Ja. Was ist denn Bruce Lieblingsspruch zurzeit? Der macht doch Rap immer hier. Ja. Oh, ich habe Kaka in mein Hosenmann. Pass mal auf, bevor du gehst, kannst du noch die Bänder mit ins Archiv nehmen, ne? Sehr super. Ja. Danke. So was. So, bevor es richtig losgeht, hätte ich gerne noch einen Kaffee. Kaffee ist alle, Mike. Ja, mein Gott, dann lass dir ein Päckchen schicken aus der Ostzone oder pflanz welchen an. Weißt du, hier, Kirstin hat immer welchen gebunkert. Hier, such ihre Vorräte. Ich oder was? Ja, wer sonst? Hey, Team, das ist Fiona. Hi. Fiona, das Team. Na? Hallo. Hey, Krieger, wie geht's denn so? Ja, gut. Ich bin Fiona von Jeremy's Next Topmodel. Ja, macht ja nichts. Kann ich noch einen Kaffee haben, bitte? Ja, klar, ich finde den nicht. Mensch, Peter. Hä? Und hier machst du also deine Erfolgsshow? Ja. Und du leitest hier die ganze Redaktionssitzung? Mensch, bist du ein richtiger Checker. Mensch, und die machen alles, was du sagst? Was machen wir, Peter? Hör mal, Süße, mach dir doch einen schönen Vormittag. Du wolltest doch noch ein bisschen bummeln gehen. Ich gebe dir meine Kreditkarte. Ja? Dann gehst du ein bisschen bei Cartier oder Karstadt, weißt du? Gehst du bei Karstadt was bummeln? Weil ich habe noch wahnsinnig viel zu tun. Ja, aber was ist denn jetzt mit meinem Auftritt in der Show? Hör mal, ist da überhaupt kein Thema. Ich ruf an. Ganz bestimmt. Ist die süß?
Sag mal, habe ich da eben irgendwie Auftritt gehört oder was? Sag mal, ich bin hier doch nicht die Abspielstation für deine Groupies. Moment. Da ist ja nur kein Groupie. Sag mal, Oma, hast du dir eben echt deine Kreditkarte gegeben? Ja, meinst du, das war ein Geheimdienstausweis vom Mickey Mouse Heft oder was? Natürlich. Da musst du investieren, weißt du? Ja, 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 ja. Aber kann das sein, dass der Fuchs seine Beute noch nicht so im Bau hat, weißt du, und so ein bisschen dicke Hose machen muss? Mike, das ist ganz was anderes. Das ist eine Frau, die mich berührt hat. Nicht irgendwie ein billiger One-Night-Stand, bin ich gar nicht interessiert dran. Ja? Die Fiona, das ist eine Frau, die ist auch bei den Topmodels, die ist sie ganz weit gekommen. Ja? Peter, du glaubst auch, wir bei ProSieben haben Germany's Next Topmodel nur ins Programm genommen, um dich mit Frischfleisch zu versorgen, ne? Moment. Ja, das hat hier mit ProSieben hat das überhaupt nichts zu tun, ja? Nee. Fiona habe ich ganz sportlich in freier Wildbahn kennengelernt, gestern in der Ringbahn. Ah, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, aber verschon mich bitte mit dieser Fiona und sorg dafür, dass sie unsere Vorbereitung nicht weiter stört. Also weißt du, wir haben nämlich hier eine Show vorzubereiten. Was haben wir sonst noch Schönes? Ja. Hallo? Oh Mann, unter dem Telefonbuch. Wer versteckt denn bitte Kaffee unterm Telefonbuch? Ja. Hallo, Autoren, aufgehorcht. Ja. Sex and the City gibt's demnächst als Spielfilm. Mhm. Dazu hätte ich jetzt gerne Gags und zwar... Ab jetzt, bitte. Frustrierte Großstadtschicksten, die was zum Vögeln suchen, das erinnert mich an die Aftershow-Party vom Fernsehpreis. Ja, mit dem Brüller kriegst du aber auch höchstens diese Fiona in die Bumsbar, weißt du? Ringbar, Mike, ringbar. Und die ist wirklich sehr nett. Ja, ja, nett ist der Bäcker. Hier, mal, guck mal. Riesenandrang bei der Eröffnung der ersten Mediamarkt-Filiale in der Türkei. In Istanbul kam es letzte Woche zu tumultartigen Szenen. Mediamarkt in der Türkei? Was haben die denn als Werbefigur, sag mal? Ein Schwein wird es ja wohl nicht sein, oder? Ein Pocher können sie auch nicht nehmen, dem wächst noch kein Schnurrbart. Ja, sag mal, Mediamarkt in Istanbul, ja? Also eins steht schon mal fest. Der Kurde ist doch nicht König. Hey! 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 Hey. Oh. Ja, ja, ja. Der ist ja auf keinen Fall König. Ja. Guck mal, Mediamarkt Istanbul habe ich noch einen. Pass auf. Dieses Prinzip 16:9, das kennen die Türken ja von der Schlägerei aus ihrer Disco. Was haben wir noch? Ja, ich habe mir gedacht, weißt du, wir könnten eigentlich das Pauli-Foto von der Bunten könnten wir irgendwie nachstellen für die Show nochmal. Echt? Die ist doch völlig weg vom Fenster. Die hatte 2,5% bei dem Parteitag. Nee, das? Nee. Will noch einer sehen? Natürlich. Echt? Okay, sexy sieht das aus. Oder? Braucht man nur irgendwie eine Frau, die sich in diese Flagge hüllt, weißt du, für die Show. Wir können sowas machen. Wir können sich denn jetzt mal für die Show in so eine Flagge hüllen? Tja, wir können das denn jetzt könnt ihr das machen? Fiona, komm nicht in die Show, vergiss es. Meine Güte. Cool, Baby, der Mike wird begeistert sein. Das ist ja hammerscharf, was du da anbietest. Aber Peter, du, wir machen den ganzen Tüdelütü jetzt umsonst. Nee, nee. Ich meine, ich muss doch einfach nur gut aussehen. Ja, klar. Das muss man doch nicht üben, oder? Nee. Ich meine, wann komme ich denn mit dem Fummel jetzt endlich raus in die Show? Baby, direkt nach dem ersten Gast, weißt du? Wie? Nach dem ersten Gast? Wieso das denn? Ja. Ist doch viel cooler, wenn ich die ganze Zeit lang so auf dem Schreibtisch liege. Das wäre voll cool. Hm? Jetzt, wo du es sagst, ist es super cool. Und weil du das willst, setze ich das durch. Das mache ich. Kein Thema. Oh, Hammer. Hör mal, Baby. Das machen wir heute Abend aber noch mal, oder? Hä? Flagge hissen. Ich bringe Fahnenmast mit. Weißt du? Du, aber Peter, ich stell mir da sowas vor. Also so langfristig in so verschiedene Rollen. Hm? Schlüpfen so. Ja, ja, langfristig ist klar, aber irgendwie funstert jetzt gerade nicht hier mit der Fahne. Ich finde es besser, wenn wir das so ganz einfach aufsprühen, weißt du, auf deinen Körper. So Bodypainting, das hat ein Bild, hat mehr Aussagekraft. Wie Aussagekraft? Sag mal, weißt du, was für eine Aussagekraft dein Arbeitszeugnis gleich hat, wenn du nicht in 2 Minuten in der Redaktion bist? Ihr seid ja wohl bescheuert. Typisch Mike, weißt du, der hat manchmal so Sprüche drauf, muss ich nicht so ernst nehmen. Hör mal, Baby, ich bin mal gerade bei ihm. Ja? Du, aber was ist jetzt mit dem Auftritt in der Show? Auftritt, super, klar. Du, aber Peter, es gibt Dinge im Leben, die kann man mit Geld nicht kaufen. Ja, für den Rest gibt's ja meine Eurocard, ne? Hör mal, Baby, ich hab dich super lieb. Bis später. Was haben wir hier zum Beispiel? Ah, Deutsch, guck mal, Deutschland ist der viertgrößte Klimakiller der Welt. Nee, ne? Nee, ja. Was ist denn das hier? Das habe ich gestern gelesen, als ich von Sylt nach Amrum geflogen bin. Ach,
jemand zu Hause? Die! Hi, die! Die, was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ja. Ich renne seit einer Dreiviertelstunde wie ein Duracell-Hase auf der Flucht durch dieses Gebäude, um jemanden zu finden, der sich um mich kümmert. Früher war hier am Pförtner immer so eine nette Brünette, die sich um eine kümmert hat. Ja. Wo ist die? Die hat frei. Schade. Ja, das macht doch total Sinn, mitten in der Produktion unsere Praktikantin in den Urlaub zu schicken. Oh. Der entschuldige, hallo, ich bin Tina von ProSieben. Du bist die Verantwortliche. Ich bin die Verantwortliche. Okay, ich bin auch sofort für dich da. Ich muss noch kurz ein Telefonat führen, ja? Frank, kannst du ihm Kaffee bringen, bitte? Ja, Frank, Kaffee. Sag mal, die hatten wir ja quasi eine Verabredung, ne? Wir sind verabredet, mein Lieber, weil ich Gast in deiner Sendung bin. Und jetzt mal Butter bei der Fische. Wo muss ich heute Abend die DVD hinhalten? In welche Kamera? Komm. Weißt du, genau das ist es nämlich, weißt du? Was? Also ich denke wirklich, ihr Promis, ihr kommt in meine Show, weil ihr mich liebt. Weißt du? Das ist nur kurz hinsetzen. Na, und dann nur, nee, wir wollen hier eine DVD in die Kamera halten und so. Weißt du? Ich finde das Showgeschäft, das ist echt kommerziell geworden, weißt du? Zynisch. Ja. Oh. Ja. Nee, war Spaß. Willst du einen Baumarktgutschein? Ja, genau. Hör mal hier, was ist das für eine DVD? Dantau, The Body Wellness Dance. Ja, cool. Das klingt ja, als wenn ich mir dabei alle Knochen breche. Nein, danke. Siehst du, du machst es super. Tonhose noch an, DVD rein in den DVD-Spieler und los. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam. Cool. Pam, 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 pam. Tina, kannst du mal meinen besten Freund die Soße bitte in seine Garderobe begleiten? Weißt du? Ja, super, mal, lieber. Wir sehen uns später. Alles klar. Und Peter, du kümmerst dich um frische Blumen, ne? Für die, oder was? Ja, für die. Weißt du, und als alter Kumpel und Weggefährte kann ich dich beruhigen, ne? Blumen kaufen macht nicht schwul. Da fällt mir aber ein Steinchen vom Herz und mein Herz macht ganz ein Pidipat, 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 Pidipat. Wir kommen Peters prima Powerpointen. Für Peters den prima Powerpointen. Jawohl. Wunderbar. Dann geht es los. Camilla Parker-Bowles steht jetzt als Wachsfigur bei Madame Tussauds. Die Herstellung war simpel. Man hat einfach die Diana-Figur vom Dach fallen lassen. Weißt du? Ja, finde ich cool. Super. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ist ja nicht zu hart? Machen wir das nicht? Also, es geht ja schon gegen Frauen, ne? Peter, jetzt hör doch bitte auf mit dieser Weichei-Nummer. Das ist ja fürchterlich. Ich meine ja nur. Hast du jetzt mal überlegt mit Fiona? Peter, zum tausendsten Mal. Vergisst Fiona in der Show. Ich hab's ihr versprochen. Ich habe ihr versprochen, ich mache sie zum Oliver Pocher von Mike Krüger. Tja, Pech. Pech. Nächster. In Sydney gab es einen Bikini-Rekord mit mehr als 1000 Frauen. Am Strand war so viel nackte Haut zu sehen. Sydney soll jetzt umbenannt werden in Britney. Ja. Viele Schulbücher sind fehlerhaft. In manchen Schulbüchern sind so viele Fehler, sie können nur noch an den Hauptschulen verwendet werden. Ja. Ah ja, hier, das ist ganz aktuell. Viele Bußgelder sollen im nächsten Jahr kräftig steigen. Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss kostet dann bis zu 500 Euro. Und da ist der Alkohol noch nicht mit drin. Sehr gut. Sag mal, wollte Frank nicht auch noch ein paar Gags bringen für die Schuhe heute Abend? Die Tinte im Drucker war alle. Ich habe die letzten Seiten da gedruckt. Ich habe keine Ahnung, wie man die Patrone da wechselt. Weißt ja, aber deinen nackten Arsch auf DIN A3 kopieren, das kannst du, weißt du? Das war ein Unfall. Ja, okay, komm. Geh deinen Einspieler fertig machen, damit die Show rund wird. Ja, stimmt. Ah, da kommt Frank. Oh Mann, ey. Dieser Dreckskopierer, echt, Drucker geht auch nicht. Ich musste die ganzen Gags mit der Hand schreiben. Weißt du, wie damals, in den 90ern, bei Carell. Mann, was ist das hier irgendwie? Dein Hochzeitsgeschenk für Gina Wild? Oder was ist das? Nee, das ist zum Zeigen für dich in der Show. Weißt du, das ist das Fläschchen von dem Riesenbaby aus Russland. Ja. Oh. Nee, nicht gut. Meine Güte, das ist ja eine Sauklaue, das kann ja kein Mensch lesen. Meine Sonntagsschrift. Also, die Tochter von George W. Bush will heiraten. Von ihrem Vater bekommen sie ein Kaffeeservice, einen Satz Geschirrtücher und den Irak geschenkt. Ja. Ein Betrüger hat Kai Pflaume die Kreditkarte geklaut und wollte damit zahlen. Carsten Speck wurde von der Kassiererin allerdings rechtzeitig erkannt. Später stellte sich raus, Pflaumes Kreditkarte war von alleine abgehauen, weil ihr so langweilig wart. Sehr schön. Mike, ich störe ungern, sorry. Aber wir haben wirklich ein Problem. Kann es sein, dass Peter Detlef einen Strauß Rosen in die Garderobe gestellt hat? Ja, und wenn, ist doch nett. Ja, ist nett, aber nicht, wenn man wie Detlef eine Allergie hat gegen sämtliche Pollen und... Braucht nur eine Spritze vom Arzt. Frank, dann geht's wieder. Kannst du ihn zum Arzt fahren, bitte? Du, Tina, Mike braucht mich hier für die Gags. Ich brauche den Frank hier für die Gags. Ja, und ProSieben braucht Detlef für die Show. Leute, wir haben eine Show zu machen heute Abend. Ich weiß, ich war... Meine. Oh, jetzt kommt die Tante auch noch. Komm, wir gehen. Sag mal, hat jemand meinen Peter gesehen?
Nee, ich glaube, es ist doch besser so, weißt du? Weil wenn der sieht, dass du seine Kreditkarte ermordet hast, dann fällt er in Ohnmacht. Leute, ich habe nur eine Sache. Peter, guck mal. Fielchen, hast ja doch noch ein paar Sachen gekriegt. Ja, du, aber sag mal, was ist denn jetzt mit meinem Auftritt? Ja. Du bestimmst doch hier alles. Ja, ja, klar. Fiona, weißt du, hättest du nicht Lust, dem deutschen Farbfernsehen einen großen Dienst zu erweisen? Sicher. Wo ist die Maske? Was soll ich anziehen? Wann muss ich raus auf die Bühne? Ja, raus ist gut, Bühne nicht direkt, weißt du? Weißt du, der Detlef Diesoos, hast du ja eben gesehen, ne? Der muss dringend zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und du darfst ihn da hinfahren. Ist das nicht toll? Oh. Weißt du? Moment. Ne? Du nimmst ihn jetzt bei der Hand, machst so eine kleine Rechtsdrehung, weißt du, dann mit einem kleinen Hüftschwung ins Auto und schwupp ab zum Arzt. Ist das eine geile Choreo, oder? Und denk dran, Baby, Drama, 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 Drama. Sag mal, Bruce Danell, fertig? Das Machwerk? Mike, hab ich dich schon jemals hängen lassen? Mehrfach. Okay. Natürlich, Bruce Danell wechselt zur ARD. Ja? Und wir haben natürlich hier bei Krügers Woche exklusiv... Stop. Den Peter! Mehr Drama. Mehr Drama. Sei eine Diva. Und mach den Mund ganz weit auf, Peter. So the mats up. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Tagesdrama. Guten Damen, meine Alben und Herren, Angela Merkel hat gestern in Berlin eine Pressekonferenz abgehalten. Was so herauskam, ist scheißegal. Aber the jacket was good, the walking was shit and the face was horror. Das braucht mehr Drama, Baby. Drama, Drama, Drama. Der Handtasche muss lebendig sein. Paris Hiltons Hund hat sich gestern eine kleine Malheur geleistet und Kaka in der Gucci-Handtasche gemacht. Oh, das war so ganz toll. Und jetzt die Drama-Vorhersage für morgen Dienstag, den 2. Oktober. Morgen zieht ein Tiefdruckgebiet über Deutschland und es beginnt zu regnen. Mein Bademodenschaum fällt aus. Keine Sonne, keine Competition. Geht weiter hier mit der Anne Will. Keine Scheiße. Sag mal, wollt ihr jetzt Riva eigentlich sein Garderobe? Sexy, 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 sexy. Sehr schön. Hey. Sehr gut. Ja, komm mal. Ja, wunderbar. Haben wir noch Schönes? Dann hätten wir ja hier diesen Blutalkoholwert, Rekordergebnis. Mit einem Blutalkoholwert von 6,12 Promille ist eine Frau im ostfriesischen Leer von der Polizei aufgegriffen worden. Eine Frau voll in Leer? Verstehe ich nicht. Ja, schon paradox. Aber 6,12 Promille, bei Britney heißt das ja Restalkohol, oder? Mike, hier, die DVDs zum Thema erster Mediamarkt in der Türkei sind fertig. Ah, super. Ah ja, die ersten drei in der Türkei. Ah. Also auf Platz 3 in der Türkei, bestverkaufte DVDs, 4 Zwangshochzeiten und ein Todesfall. Dann hätten wir hier die gesamte Staffel, Ehrenmord ist ihr Hobby. Und natürlich auf Platz 1 unangefochten, 3 Engel für Ali. Ja. Nadu, Peter? Hi, Nadu, Peter. Was soll denn das? Was geht dir ab? Nur mal ganz locker, flockig. Nimm das nicht so persönlich. Ich war gerade mit Dean beim Arzt im Wartezimmer. Da hat's gefunkt. Wieder hat's gefunkt. Pam, pam, pam. Sag mal, pam, pam, pam. Da hat's gefunkt, da hat's geknistert oder was? Jetzt knistert's hier auch mal, mein Freund. Was hast du dir denn versprochen? Ewige Liebe, unbedingte Treue, sie auf Händen zu tragen? Schau mich an, wenn ich mit dir rede! Nö, nö. Er hat mir einen Auftritt in seiner neuen DVD gegeben. Auftritt in der DVD? So, jetzt müssen wir auch los. Und wenn du denn irgendwann mal was für mich hast oder wirklich der Chef des Ladens bist, wenn, dann meldest du dich. Komm, Baby. Tschüss mit Ü! Promi Luder! Hallo, 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 wie spricht man mit seinem Chef? Ja, was? Er meint Fiona. Die hat den Detlef Dee nämlich jetzt viel lieber als den Peter. Oh, der Peter. Oh, komisch, oder? Wo Peter?
Peter doch der Mann mit dem Herz aus Gold ist. Peter, für mich bleibt es ein ungelöstes Rätsel, wie man deinem Charme widerstehen kann. Ich kann das Rätsel ja vielleicht mal für euch lösen. Sie hat mir das Herz gebrochen. Aber nicht nur sie, auch du. Wenn du so einen herzlosen Chef nämlich hast, ja, der seinen Chefautor keinen Auftritt der Freundin gönnt in der Show, dann weiß ich es wirklich nicht. Ich weiß nicht, hätte sich umgebracht, dass sie eine Minute da rumhüpft in der Sendung? Dann nochmal, ich hatte, Mike, endlich mal wieder was Vernünftiges zu knattern. Fast. Hör mal, Chefautor, schreib dir doch einfach mal ein paar lustige Gags, weißt du, zur Aufheiterung, für dich selber. Guck mal, Mike, mir ist jetzt im Moment echt nicht nach Gags zumute. Drama, Baby, Drama. Mike, kommst du runter? Ach, geht los? Show geht los. Geht los, geht los. Bis gleich. Aus dem Studio 4 in Köln. Hier ist Krügers Woche. Heute zu Gast der Mann, der anderen die Frau ausspannt. Detlef die Soest. Und hier ist ihr Gastgeber, Mike Krüger. Herzlich willkommen zu Krügers Woche. Herzlichen Glückwunsch an unsere Fußballfrauen. Wir sind Weltmeisterin! Ja! Frauen, Frauenfußball oder wie man bei uns in Hamburg sagt, der erste FC Köln. Ja. Apropos Räume eng machen, auch sie musste oft dahin gehen, wo es weh tut. Gina Wild. Sie sucht jetzt in einer Fernsehshow einen neuen Mann und sie will sogar Kinder haben. Das einzige Problem ist, Gina denkt bis heute, dass die Befruchtung der Eizelle im Gesicht stattfindet. Und hier ist erst